herzlich willkommen zu den Bahnhelden. Willkommen, ja, bei unserem großartigen Bahnsommer. Wir sind, glaube ich, dieses Jahr so viel gefahren wie schon lange nicht mehr. Hallo Dennis, du bist noch mehr gefahren. Und hallo Cornelis. Wir haben so viel einfach noch im Koffer, den wir auspacken. Ihr seid ja auf Tour und im Sommer und wir haben es ein bisschen früher gemacht, dass wir für euch noch einige Folgen berichten werden, wo wir unterwegs waren. Ja, und zuletzt waren wir in Südosteuropa unterwegs, deswegen ist zwangslogisch das Gegenstück Südwesteuropa heute für euch im Gepäck. Ich finde, also wir haben uns das aufgeschrieben, Südwesteuropa, ich glaube, ich habe das noch niemanden hören, also noch niemanden sagen hören, Südwesteuropa. Ja, wir sind unterwegs in Frankreich, Spanien und Portugal, also quasi die Iberische Halbinsel und das Land, was da vorgeschaltet ist. Beides sehr eisenbahntechnisch interessante Länder. Da werden wir, glaube ich, noch mehrfach Kopfschütteln und durch diese Folge sprechen gehen, weil wir beide sind da irgendwie unterwegs gewesen diesen Sommer. Für mich hat es ja während meiner Interrail-Reise hat es mich nach unten getrieben. Du hattest auch einen Spanien-Trip oder war Spanien dein Fokus, richtig? Genau, also Spanien war mein Fokus. Ich bin tatsächlich, das kann man bei schönen Ecken nachhören, für 2 Wochen in Andalusien gewesen. Das war das Experiment, mal 2 Wochen an einem Ort zu sein. Habe auch ein paar Arbeitstage, also Vacation-Tage eingelegt, das war das andere Experiment. Hatte ein E-Bike und bin dorthin mit 4 verschiedenen Zügen, glaube ich, gefahren, auch mit 4 verschiedenen Anbietern gefahren. Und habe dann mich ein bisschen auf den Weg umgeschaut, aber nur ganz wenig, weil ich mich nochmal an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich umschauen wollte. Und das war es dann an der Tour eigentlich. Das war jetzt nicht so die Erkundungstour, sondern wirklich mal eine Ich-bin-an-einem-Ort-Tour. Und für mich aber auch die längste, glaube ich, Bahnreise auf Strecken, die ich früher geflogen bin. Ja, in der Tat, das ist schon ein Stückchen weit weg unten da. Wie bist du nach Spanien gekommen? Der Weg führt ja zwangsläufig über Frankreich. War es diesmal wieder Paris? Hin nicht. Also ich bin ja hin eigentlich immer über Avignon und bleib da über Nacht. Das hat sich irgendwann etabliert, trotz vielfältiger Probleme, die wir schon hier im Podcast hatten, bin ich so ein bisschen verliebt in die Strecke. Man fährt ja über Baden-Baden, dann über die Grenze bei Straßburg, hält da auch an natürlich. Und dann geht es halt bis Avignon. Der Zug fährt weiter Richtung Marseille, glaube ich. Also wenn ihr dahin möchtet, könnt ihr entsprechend auch von Baden-Baden einfach mit diesem einen Zug, den es nachmittags bis abends gibt, runterfahren. Und von Avignon gibt es einen Zug, der dann wiederum bis nach Barcelona fahren würde, wenn man Hochgeschwindigkeit fährt. Das ist das, was ich jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, gemacht habe, die Route. Dieses Mal bin ich aber so ein bisschen anders gefahren, weil ich mir noch eine Spezialität eingebaut habe. Da kommen wir vielleicht gleich zu. Ne? Wir wollen aber noch kurz beschreiben, was die andere Route ist. Da liegen ja diese Berge im Weg. Es gibt nur 2 Routen nach Spanien und letztlich Portugal an den Pyrenäen vorbei und du bist die andere gefahren. Genau, also mein Ursprungsort war Italien und deswegen habe ich da am Mittelmeer rumgemacht, kam aus Genua, Italien, habe kurzen Zwischenstopp in Monaco gemacht. Da ist das war ein Land zusätzlich in die Roaming-Falle. Also falls jemand mal nach Monaco fährt, da fährt einfach ein französischer Regionalzug einfach durch. Das ist einfach de facto eisenbahntechnisch, das ist Frankreich. Vor ein paar Jahren war auch das Mobilfunknetz französisch. Entsprechend galt dort eure normale EU-Daten-Flatrate, alles ging wunderbar. Seit ein paar Jahren hat Monaco entdeckt, dass man mit Roaming ja Geld verdienen kann. Und Monaco ist nicht Teil der EU. Dementsprechend gelten da auch nicht die Roaming-Regeln der Europäischen Union. Und entsprechend wird es sehr, sehr, sehr teuer. Ich hatte mir vorher deswegen eine eSIM besorgt, die mehr schlecht als recht funktionierte. Es gibt sehr viel WLAN, freies WLAN tatsächlich in Monaco. Okay. Es ist auch überhaupt nicht riesig, dieses Land, by the way. Aber sie haben einen Bahnhof, da hält der Regionalzug aus Italien kommend. Und der fährt dann ja auch weiter, ich glaube nicht bis nach Marseille, sondern, oh, da müsste ich jetzt nochmal gucken, bis Nizza. Ja. Mhm. Und das war dann mein erster Halt, Nizza, ganz eine schöne Ecke. Und dann habe ich mich dann darüber gemacht nach Marseille. Und von Marseille bin ich tatsächlich quer unten durch Frankreich durchgefahren mit einem Intercities, im Französischen, der von Marseille nach Hendaye gefahren ist. Hendaye. Ja. Ist quasi ein wiederkehrender Ort hier in diesem Podcast. Einmal Folge 14 und Folge 18. In Folge 14 sprachen wir über den Nachtzug nach Lissabon, der Corona ja leider nicht überlebt hat.
Und das ist tatsächlich so, dass man da von Paris nach Hyundai fährt und von Hyundai kann man dann in den Sud-Express nach Madrid, Portugal steigen. Und auch Teil deiner Route war es, weil das ist in Folge 18, wo du über Spanien gesprochen hattest, auch schon mal, genau. Ist das Tor ins Baskenland, so de facto. Genau, plane ich übrigens nächstes Jahr wieder, im Juni zur EM, am 14. Juni steht schon fest, geht ins Baskenland, weil EM. Aber egal, genau, das sind da die beiden Grenzorte, Hyundai, und im Osten heißt der Ort Port Bou, wobei der nicht mehr so stark befahren wird, da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist irgendwie ganz witzig und leicht zu merken, ne, dass du eigentlich, normalerweise würde man ja bei Paris fahren in vielen Fällen, dann entweder westlich oder östlich anlanden, je nachdem, welchen Teil von Spanien man sehen möchte. Die meisten von euch werden wahrscheinlich Richtung Barcelona oder Madrid oder Valencia fahren, dann ist man auf der östlichen Seite unterwegs. Aber Baskenland und auch Nordspanien, das ist auch wirklich nochmal so ein Tipp für sich. Das kannst du bestimmt bestätigen, dass da einfach wunderschöne Landschaften sind, nicht ganz so heiß und ein ganz anderes Land, als man es halt erwartet, oder? Ja, definitiv. Es ist, wirkt einfach nochmal deutlich anders einfach. Ich glaube, es gibt, glaube ich, offiziell noch einen dritten Weg, den habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber es sind so mehr oder weniger die beiden Hauptachsen. Beide Achsen haben den Vorteil, dass sie auch per Regionalzug erreichbar sind oder zumindest nicht per TGV, das ist der entscheidende Faktor. Weil ich war Interrail und TGV-Reservierungen sind zwar preiswert, die kosten glaube ich nur 10 Euro für Interrail-Menschen, aber sie sind nur innerhalb von Frankreich zu bekommen. Oder ich glaube auch über die belgische Bahn. Das ganze Kapitel Reservierung machen wir nochmal in einer extra Folge auf, weil da gibt es sehr, sehr, sehr viel. Aber man kommt voran. Die meisten Züge sind auch gar nicht so krass ausverkauft. Es hat funktioniert. Dieser Intercity war wunderbar. Ein schöner alter Wagenzug. Wunderbares Klima. Wunderbares, also mit Gardinen und diesen kleinen Lampen, so wie man sich so ein bisschen plüschig, wie man sich halt so einen französischen Zug halt vorstellt, der einfach bequem ist. Muss, ja. Ja, so. Und nicht diese gepanzerten Schotter-Expresse, die sie TGV dort nennen. Kein TGV-Fan insgesamt. Aber er ist halt schnell und man kommt voran. Das muss man ihm zugute halten. Aber mein Fokus war insgesamt auch auf diese Reise, wir wollen in diesem Abschnitt tatsächlich auf Regionalzüge zu setzen. Also in Frankreich zum Beispiel hatte ich einen wunderbaren Zug von, oh, jetzt lass mich nicht lügen, von Nizza nach Marseille in der Tat, glaube ich, der tatsächlich auch ein Wagenzug ist. Und ich saß in der ersten Klasse, ich hatte einen erste Klasse Interrail-Pass. Und das waren früher wie in deutschen Intercity diese breiten violett-lilanen Sitze, wo du man, wenn man sich da reingefallen lassen hat, da kann man auch erstmal nicht aufstehen, ja, weil es so bequem war. Und das musst du dir vorstellen, natürlich auch Gardinen und schöne Abteile und es war alles ultra, ultra bequem. Fährt nicht mehr lange, ist natürlich absolut nicht barrierefrei. Wird demnächst auch endlich durch einen normalen Triebzug mit Niederflureinstieg und barrierefrei ersetzt. Aber das fuhr dann noch. Und war sehr, sehr angenehm, weil halt auch der Reservierungsfall, ich war in den Zug gesetzt und bist halt einfach zwei Stunden am Wasser entlang gefahren. Es war wunderschön. Das ist, glaube ich, auch so insgesamt der Tipp jetzt hier. Ich glaube, wir haben das jetzt in der Folge in zu Spanien auch gesagt, so de facto führen viele, viele Wege über Paris. Und Paris sind wir jetzt beide, glaube ich, kein Fan von. Ich habe schon öfters durchgeklungen. Der Umstieg ist dort problematisch, man muss halt mehr die Bahnhöfe immer wechseln, aber wenn man sich mit Regionalbahn durch Frankreich durchschlägt, was relativ gut funktioniert, Frankreich hat ein relativ dichtes Regionalbahnnetz, relativ ähnlich zu Deutschland, man kann einfach einsteigen, es gibt ungefähren, es gibt Taktverkehre, es funktioniert einfach, es gibt gute Apps und es gibt ein sehr, sehr dichtes Netz, das heißt, man kommt auch wunderbar per Regionalzug durch die Gegend dort, insbesondere auch nach Spanien. Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, weil ich habe es tatsächlich auf der Liste. Der dritte Bahnhof nennt sich Canfranc, ist in den Pyrenäen. Da habe ich jetzt nicht wirklich mitgezählt, weil man effektiv da nicht lang will. Außer man möchte diesen Bahnhof sehen, was ich unbedingt möchte. So ein wunderschöner, großer, alter Bahnhof, der auch jetzt frisch saniert wurde von den Spaniern. So, weiß ich nicht, Museum oder irgendwas. Und man kann mit sehr komplizierten Verbindungen auch hin. Und das würde ich schon gerne, vielleicht klappt es nächstes Jahr dran zu bauen, mal irgendwann machen. Aber wenn ihr effektiv sinnvoll ankommen wollt und noch ein bisschen nicht ganz so viel Zeit habt oder normale Geschwindigkeit fahren wollt, dann lohnt sich das nicht wirklich. Ne? Aber vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, du hast recht, es gibt drei Verbindungen, Canfranc. Und es war auch mal ein Tunnel geplant, der, glaube ich, aber sehr auf Eis liegt und ob der jemals kommt, ist offen. Deswegen sind eure zwei besten Wege über Hyundai oder Port Bou. Und du bist auf der Hinfahrt über Port Bou gefahren, richtig? Genau. Also Port Bou muss man natürlich wissen, ist jetzt der Regionalbahnhof. Wenn ich jetzt mit dem Hochgeschwindigkeitszug fahre, fahre ich Tunnel. Da gibt es halt keinen Grenzbahnhof. Insofern
ist das vielleicht irrelevant, aber ich bin ganz bewusst über Port Bou gefahren oder ich wollte da ganz bewusst hinfahren, weil das ist also ein ganz toller Ort, der eingebettet ist in den Bergen. Das sind auch Pyrenäen-Ausläufer und der hat auf beiden Seiten einen Tunnel. Einer geht nach Spanien, der Ort selbst ist in Spanien, es fühlt sich an wie, das ist der Tunnel nach Spanien, das ist der Tunnel nach Frankreich und hier bin ich nirgendwo, in keinem Land. Ja. Und da hast du auch so einen kleinen oder sogar gar nicht so ganz kleinen Bahnhof, weil da gibt es sehr viel Abstellfläche für Güterzüge, die da früher durchgefahren sind. Ich glaube, inzwischen ist das nicht mehr so viel. Wenn man sich das auf dem Luftbild anguckt, ist das so ein Y-förmiger Bahnhof. Und der Bahnhof ist wirklich, naja, nicht deutlich, aber mindestens genauso groß wie der Ort. Man geht einfach raus und läuft zum Meer und kann kurz einen Wein trinken und weiterfahren. Nur bis ich dort angekommen war, ist dann doch einiges schiefgelaufen. Und zwar hat mich diesmal so ein bisschen auch wieder die SNCF in Avignon verarscht. Ich schicke dir vielleicht mal ganz kurz die Fotos von den Wegweisern zu diversen Gleisen. Was mich verwirrt hat, ist, dass es dort Gleisbuchstaben und Gleisnummern gibt. Das war schon mal irgendwie schwierig und ich musste, glaube ich, zu Voie E und habe dieses mit den Pfeilen, die um die Ecke zeigen, nicht ganz verstanden. Das meinte nämlich, dass dort noch ein weiterer Bahnsteig als Sackbahnsteig quasi hinten dran ist. Also man läuft über den Bahnsteig 1 auf den Bahnsteig E und irgendwas hat mich komplett aus dem Tritt gebracht, sodass ich am Ende auf Bahnsteig C stand und in die falsche Richtung gefahren wäre fast. Ich wurde auch ein bisschen abgelenkt, gebe ich zu, von wie heißen die Dinger? Was essen die Franzosen? Normalerweise süß, wird gebacken, eine kleine Waffel. Krebs, Croissants? Genau. Achso, Krebs. Ah, nee, du hattest Krebs und dann war der Fokus vor allem auf Krebs. Aha. Genau, und zwar deftige Krebs und irgendwie habe ich so ein bisschen die Grundregel, wenn ich 5 Minuten vorher losgehe und bin schon im Bahnhof und es ist nicht ein riesen Bahnhof, dann reicht die Zeit eigentlich. Ja. Nur irgendwie hat mich diese Schildersammlung komplett verwirrt, ihr könnt das sehen, es sind eigentlich 8 Pfeile zu sehen und ja, man hätte vielleicht, also rückblickend ist es klar für mich, aber war es halt nicht. Und der ursprüngliche Plan war, dass ich mehreren Nahverkehrszügen von Avignon, wo ich übernachtet habe, nach Montpellier und dann wiederum umsteigend nach Perpignan, umsteigend nach Port Bou fahre, dort einen Wein trinke und umsteigend nach Barcelona fahre. Also 4 Regionalzugverbindungen. Hatte mir einen ganzen Tag Zeit dafür genommen und der Tag fing halt gleich an mit den Krebs und dem Bahnsteigdesaster, weil aus Avignon Richtung Montpellier auch nicht oft Züge fahren, so alle 1 bis 2 Stunden. Also es war komplett unklar, was das für ein Takt war. Samstagmorgen eigentlich ganz okay. Hatte ich kurz ein bisschen Panik und Trauer. Ich wusste schon, ich komme irgendwie nach Barcelona. Ich hätte auch abends nämlich dann noch einen Zug nehmen müssen nach Madrid. Das wäre auch noch Teil des Plans gewesen. Deswegen war ich dann doch ein bisschen am Ende im Stress und habe mir dann aber panisch einfach noch ein TGV-Ticket gekauft. Das passte von, ich glaube Avignon dann direkt bis nach Perpignan durchgefahren. Der war nicht voll und damit war ich dann wieder im Plan und konnte den kleinen Regionalzug nach Port Bou nehmen. Musste also ein bisschen cheaten. Was nicht so wild war, weil ich die Stückchen dazwischen auch schon mal gefahren war. Und das ist genau die Ecke, glaube ich, die du auch beschrieben hast. Also am Meer lang teilweise hast du da so Salzfelder und auch ganz seltsame Anlagen, die aussehen wie Kernkraftwerke. Es sind aber, glaube ich, nur so Betonwerke oder sowas. Eine ganz irre Gegend da unten am Wasser. Und dann eben diesen kleinen, wirklich eingebetteten Bahnhof in Port Bou. Kann ich wirklich empfehlen, die Strecke mal ganz entspannt nicht mit dem TGV zu machen, sondern in mehreren Segmenten mit dem Regionalzug. Das ist spannend, dass du bist in Port Bou umgestiegen. Ich bin tatsächlich, die Reise rückwärts gefahren. Ich bin quasi aus Spanien raus über Port Bou, aber ich bin tatsächlich mein Zug, ich habe den Zug noch durchgenommen bis nach Cerbere. Ja. Und das ist der Ort hinter der Grenze, der erste französische Ort, der mehr oder weniger, wenn man auf der Karte sieht, leicht gespiegelt aussieht. Auch der hat einen großen Güterbahnhof. Und dort fuhr der spanische Zug auch durch. Das heißt, dort endete dann auch das. Dort endete auch das iberische Breitspurgleis und da endete der Zug einfach und dort habe ich dann auf meinen Regionalzug gewartet tatsächlich. Und das sah ein bisschen betonlastiger aus insgesamt. Ich bin aber auch nicht groß rumgelaufen. Du bist in Port Bou, sagst du, das ist schöner. Oder? Ja, das ist so eine typische spanische, ist das so eine Ramblas, nette Straße mit, heißt sogar Rambla, genau, mit Bäumen dran und kleinen Geschäften und dann einfach netten 2 Restaurants am Strand. Es gibt einen Strand, also Beton habe ich da nicht gesehen. Das fühlte sich sehr viel klassischer an. Aber du hast recht, es ist lustig, das nebeneinander zu sehen. Das hatte ich irgendwie nicht richtig mitgeschnitten, dass das andere auch so ein Y ist. Und tatsächlich gab es, also mein Zug fuhr dann französischer Zug bis nach Port Bou, während du den spanischen bis nach
Sebere. Sebere, ja, genau. Ja. Genau. Es ist ganz lustig. Genau. Das ist spannend, ja, total. Also, und das ist halt der Tipp tatsächlich. Das ist eine sehr bequeme Verbindung, wenn man da unten eh rum ist und nach Barcelona möchte. Weil es, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe von Sebere sind es 2,5 Stunden mit dem Regionalzug, kann man durchfahren, reservierungsfrei, wunderbar, und dann ist man direkt in Barcelona. Was auch beeindruckend war, dass da ein Regionalzug gefahren ist, der war komplett voll, so richtig super ausgelastet. Der war auch zu spät, der ist, glaube ich, 15 Minuten zu spät losgefahren. Und der hat wirklich alles gegeben, pünktlich in Barcelona zu sein, hat es auch geschafft. Also war da eigentlich ziemlich voller Respekt vor der Renfe, zumindest im Regionalbetrieb. Das hat funktioniert. Ne? Ja. Und dann war ich dann abends rechtzeitig in Barcelona, hatte dann eine Stunde oder sowas, um dann nochmal umzusteigen in den Irio nach Madrid. Okay. Also war ein ganz spannender Bahntag für mich. Ja, total spannende Route. Also wenn ihr macht tatsächlich mal Regionalzüge, also fahrt vielleicht mit dem TGV, weiß nicht, von Süddeutschland nach Südfrankreich und fährt da einfach Regionalzug. Ihr kommt, also die Gleise verlaufen am Mittelmeer entlang, man kann ganz viel Wasser gucken, man kann sich Monaco angucken, was einfach eine einzig große Rennstrecke ist. Ist absurd an sich. Wie gesagt, Montpellier, Marseille, Nizza, alles wunderschöne Städte. Und wenn man dann noch Bock hat, kann man Abstecher mit dem Regionalzug noch nach Italien machen. Es ist einfach eine wunderbare Ecke, lohnt sich total. Ich musste sie aber dann verlassen, um nach Hyundai zu fahren, um da dann rüber zu machen. Und da ist es tatsächlich ja so, ja. Da lässt einen ja ein bisschen Deutsche Bahn oder ein bisschen Bahn.de in Stich, die eigentlich insgesamt eine sehr, sehr wunderbare Verbindungsauskunft haben, weil die Deutsche Bahn gleichzeitig das europäische Fahrplandatenzentrum ist. Und sehr viele europäische Bahnen liefern an die Deutsche Bahn ihre Fahrplandaten und die Deutsche Bahn verteilt die dann wiederum weiter. Unter anderem auch Interrail. Das heißt, wenn ihr die Interrail-App benutzt, habt ihr mehr oder weniger einen Snapshot der Bahn.de-Suche, die irgendwie alle paar Wochen mal aktualisiert wird. Aber was da nicht. Nach Montenegro und Serbien. Was wiederum nicht auf Bahn.de drin ist, ist die sehr süße und sehr moderne tatsächlich Schmalspurbahn, die da oben im Baskenland unterwegs ist, die OSCO-Tren. Und das muss man halt leider wissen, weil das ist eine sehr bequeme Verbindung, um von Hyundai über Irun nach Donostia, San Sebastian zu kommen oder weiter nach Bilbao oder Victoria Gasteiz. Da ist es ja quasi, da sind wir wieder in deiner Ecke. Ja. Und wunderbar, das Ticket hat mich, ich glaube, ich habe dann in San Sebastian dann geschlafen, habe ich, glaube ich, 2,50 Euro gekauft. Der Automat ist direkt am Eingang des Bahnhofes. Man kann von Hyundai geht man aus dem TGV-Bahnhof oder aus dem Bahnhof in Hyundai geht man kurz raus. Also ich erzähle Unsinn. Direkt in der Bahnhofshalle von Hyundai ist schon der Ticketautomat für den Zug. Und man muss einfach nur so 200 Meter über den Bürgersteig laufen. Und da ist dann in Hyundai schon die Station und man kann direkt rüber machen nach Spanien. Wunderbar. Und so bin ich tatsächlich dann nach Spanien reingefahren. Und habe dann mich bis nach Victoria Gasteiz vorgekämpft, um dann weiter nach Madrid zu fahren. Bist du eigentlich dann auf der Nordseite der Pyrenäen auch immer in Sichtweite der Pyrenäen gefahren oder war das noch nicht so dicht dran, dass man da irgendwie auch Landschaft hatte von den Bergen? Nee, gar nicht. Mein Intercity-Zug von Marseille nach Bordeaux, dann musste ich von Bordeaux nach Hyundai einen Regionalzug nehmen und da hat mich beinahe die französische Bahn erwischt, weil dieser TR hatte zwei Ziele. Die Flügel da unten auch. Und ich saß erst im falschen Zugteil. Ich kam da irgendwie 20 Minuten vorher an, einen leeren Regionalzug, dachte mir, ja geil, kann mir meinen Platz aussuchen, sitze da 20 Minuten also, oder 18 Minuten, stelle dann fest, Mist, ich sitze im falschen Zugteil und bin dann echt nochmal rübergehetzt, weil ich einfach nicht wusste, wann dieser Zug geteilt wird und ich dachte mir, ich muss jetzt in den richtigen Zugteil. Hab da zum Glück auch noch einen Sitzplatz bekommen, war alles ganz entspannt, aber da muss man, glaube ich, mal aufpassen, dass auch in Frankreich geflügelt wird. Ja, also wirklich auch drauf achten. Ich dachte auch erst, als ich in Avignon, dann der Zug vorher halt nicht, ne? Ich bin eingestiegen, Zeit wusste ich ja, fuhr nicht los. War ich auch der Meinung, ich hatte einfach die falsche Hälfte erwischt. Hatte auch extra auf das Schild geguckt oder so, war dann, naja. Also wirklich Pro-Tipp ist, guckt wirklich in den Zügen, wenn sie Displays haben, was da drin steht, dass ihr einfach das richtige Ziel habt, das, was in eurer Verbindungs-App als Endziel angegeben ist oder als Endbahnhof angegeben ist. Und das ist schon ganz wichtig, ja. Und deine Rückreise war dann mehr oder weniger über dieselbe Route?
Genau, nur mit Hochgeschwindigkeit von Barcelona quasi wieder zurück. Meistens habe ich so, dass ich, wenn ich zurückfahre und in Spanien gewesen bin, einfach dann auch zurück will und versuche einfach dann einen Tag durchzukommen, was aus Barcelona normalerweise klappt. Das ist eigentlich ganz cool, vielleicht auch für viele nochmal ganz überraschend. Du kannst morgens einsteigen, man muss dann irgendwie durch Paris durch und ist im Prinzip abends in, ja, oder Frankfurt, beziehungsweise klappt auch Göttingen dann noch meistens. Mein Pro-Tipp, um Paris abzuschließen, ich laufe halt immer durch Paris. Ich bin großer Rollkoffer-Fan, manche schelten mich dafür. Ich bin durch Paris gelaufen, hatte ein bisschen Zeit und habe dann kurz vor dem Nordbahnhof, nee, Ostbahnhof ist es, glaube ich, gerade less, noch Zeit gehabt für einen schnellen Kaffee zu trinken, einen Wein und was zu essen in einem coolen französischen Restaurant oder Café, die sogar Englisch konnten. Da war ich dann wieder versöhnt. Also ich laufe einfach immer, weil ich auf die App gucke und das sagt mir, du hast 30 Minuten zu laufen, du hast 15 Minuten Zeit, das reicht für mich. Und dann habe ich auch keinerlei Abhängigkeiten von irgendwas. Ja, ich finde das dann ganz nett. Ich habe tatsächlich mir meine Interrail-Reise vorgenommen, dass ich Paris vermeiden möchte. Ich hatte nur ein Problem. Ich musste durch Frankreich durch. Ich wollte nach Brüssel. Lässt sich nicht ändern. Aber es gibt da einen Weg. Also meine Rückreise war tatsächlich dann dein Weg hin, auch mit den Regionalzügen. Und von Sebere bin ich nach Narbonne gefahren mit dem Regionalzug. Mhm. Auch total spannend. Und von Narbonne dann mit dem TGV nach Lyon. Da ist es dann aber dann eskaliert. Das erste Mal TGV, direkt eskaliert. Wir wurden, standen dann erst in Nimes oder vor Nimes rum. Und es ging nicht weiter. Und es wurde sehr viel auch französisch durchgesagt und wenig auf Englisch. Irgendwann habe ich dann jemanden gefunden, der Englisch sprach, der mir das was übersetzen konnte. Und dann habe ich auch ein bisschen mit Twitter finden können, dass da jemand einen Koffer vergessen hatte und der ganze Bahnhof wurde evakuiert. Wir sind dann, glaube ich, noch, Nimes hat einen TGV-Bahnhof, wir sind dann quasi in den alten Stadtbahnhof reingefahren von Nimes, haben dort Leute rausgelassen, haben einmal gewendet und sind dann erst weiter, haben das schon auch ewig noch rum und kamen mit 130 Minuten Verspätung in Lyon erst an. Hm. So viel zum Thema Frankreich pünktlich. War großer Umstand, es war am Ende, war es ganz okay, aber ich war froh, ich saß in einem klimatisierten Zug, es war, glaube ich, weder warm noch kalt, war alles super, ich hatte ausreichend Verpflegung dabei, die Informationspolitik war halt auf Französisch, aber Twitter und die App hielfen mir in den Punkten, ich wusste, was jetzt los ist, war ganz okay und dann bin ich tatsächlich von Lyon nach Luxemburg gefahren und dieser Zug, dieser TGV, okay, der fährt nicht über Paris. Der ist, der fährt an quasi am Osten Frankreichs vorbei. Der fährt dann von Lyon nach Straßburg und dann von Straßburg mehr oder weniger direkt hoch nach Luxemburg. Und der fährt, kommt nicht mal in die räumliche Nähe von Paris. Das war tatsächlich einer meiner Lieblingszüge. War pünktlich, war super, aber ich habe Paris nicht von innen gesehen auf dieser Reise. Das ist auch, glaube ich, der Trick mit dieser, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, die Strecke zwischen Straßburg und Lyon, die nutze ich ja auf dem Hinweg auch immer. Nur wenn man direkt schon Hochgeschwindigkeit fahren möchte, gibt es leider keinen vernünftigen Zug, zumindest bisher. Der fährt morgens zu früh in Avignon los, um ihn aus Barcelona zu erreichen. Das heißt, man kann es theoretisch schaffen, wenn man in Frankreich ist, aber nicht mal aus Spanien kommt. Insofern ist es vielleicht so ein ganz guter Trick, wenn es denn funktioniert. Normalerweise wird es das sicherlich, mit Nahverkehrszügen zu fahren. Das ist einfach blöd, dass es zu wenig Verbindung zwischen Deutschland und, also diese Südwest, Nordostverbindung ohne Paris zu schneiden. Ich suche gleich meinen Namen raus. Die wird relativ selten bedient, was echt schade ist. Ne? Falls man doch nochmal einen anderen Weg an Paris vorbei möchte, es gibt ein paar TGV-Verbindungen, die auch aus Südfrankreich hochfahren, die aber nicht in Paris halten, sondern am Rande von Paris, am Euro-Disneyland-Bahnhof. Ja. Der das muss sehr absurd sein. Ja, aber man kommt dadurch an Paris vorbei und muss nicht in Paris umsteigen, zum Beispiel. Es gibt so ein, zwei Verbindungen, wenn man ein bisschen tüftelt, wenn man quasi dieses Land durchkreuzen möchte und nicht durch Paris fahren möchte. Und das ist ein schönes, ich finde, ein sehr schönes Achievement in diesem zentralisierten Land. Sind das so meine Tricks tatsächlich? Und so bin ich tatsächlich dann nach Luxemburg gekommen, ohne in Paris gewesen zu sein. Fand ich sehr, sehr gut. Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, also zum einen die Strecke heißt Rhin-Rhône, also Rhein-Rhône, die ist 2011 erst eröffnet worden und das ist halt das tolle Stück, was dich Richtung Lyon bringt und dann gibt es noch weitere Strecken da unten, es wird auch noch gebaut bis 2030, Fragezeichen, zwischen Dijon und Lyon. Bevor wir dann aber dann irgendwann mal dazu kommen,
in irgendwie späteren Folgen, ist tatsächlich unser Ziel jetzt Spanien. Wir beide sind in Spanien angekommen. Ich oben im Baskenland. Du warst jetzt über Barcelona bist du nach Madrid gefahren dann, richtig? Auch. Ja, ich bin in Barcelona dann eben gewesen. Vielleicht nochmal ganz kurz. Ich bin sehr beeindruckt und jedes Mal ein bisschen mehr von dem Bahnsystem Barcelona, auch nur das reine Regional- und Fernverkehrssystem. Ich bin mir nicht sicher, ob dir das bewusst ist. Man kennt ja den Bahnhof Barcelona Sants oder Sants. Also das Viertel heißt Sants. Und da ist der Fernbahnhof von Barcelona zu finden. Dort halten alle Fernzüge Richtung Madrid und aus Frankreich. Und das Ding ist schon in den 60ern gebaut und hat komplett Tunnel durch komplett Barcelona in beide Richtungen, ohne dass die Stadt irgendwas von Zügen merkt. Das finde ich eigentlich hochfaszinierend. Klar, es ist eine politisch schwierige Zeit gewesen, wo man anders Dinge durchsetzen konnte. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber systemisch, jetzt steht dieser Bahnhof da, hast du eine Verbindung als Hauptbahnhof mit kompletter Untertunnelung der Stadt, wo sich viele andere europäische Metropolen wirklich die Finger lecken würden. Und Fußnote Madrid hat es inzwischen auch. Und was total abgefahren ist, seit 1994 baut man in Barcelona noch einen Bahnhof, weil der Barcelona Sants dann doch ein bisschen klein ist. Nach 60, 70 Jahren der Bahnhof Barcelona Sagrera. Und das ist ein unglaubliches Riesending. Wenn du durch die Stadt gefahren bist, gibt es so einen Teil, wo überall unendlich viel Beton vergossen wird. Das hast du vielleicht gesehen. Da stapeln sie drei Ebenen mit 18 Gleisen aufeinander und es wird gerätselt, was früher fertig ist. Die Sagrada, die Kirche, die seit 150 Jahren gebaut wird, oder dieser Bahnhof. Also es ist ein Riesending, aber es bewegt sich nach vorn und wenn das Ding mal irgendwann fertig ist, haben die einfach zwei gigantische Bahnhöfe stehen, die komplett unterirdisch verbunden sind, die Stadt überhaupt nicht nerven, also auch sehr umweltfreundlich, urban, perfekt eingebunden sind, echt eine Kapazität haben, die ist beeindruckend. Das hat mir dann irgendwie erst mit jeder Reise ein bisschen mehr ist das gesickert. Ich verfolge mal die Wikipedia-Artikel, habe mir auch viel übersetzen lassen und finde das extrem faszinierend, habe darüber nicht viel gehört. Das ist, glaube ich, das größte Bahnhofsneubauprojekt in Europa derzeit. Deswegen ganz faszinierend, wenn ihr durchkommt. Genau, man kann es mehr und mehr erkennen. Ja. Ich muss es mir unbedingt anschauen. Also ich habe Barcelona, auf meiner Internetreise habe ich tatsächlich bewusst nur eine Nacht quasi Transit gemacht, habe mir von Barcelona quasi nichts angeguckt. Ich bin da nur von dem Hauptbahnhof Sants zu meinem Hotel eine Station mit der U-Bahn gefahren. Ja. Und war es das auch schon. Ich habe tatsächlich erst im Oktober, also quasi nachdem diese Folge erscheint, habe ich tatsächlich eine Woche Barcelona auf dem Plan. Und da werde ich mir das definitiv geben. Dann gehe ich mir die Baustelle angucken. Bin total gespannt. Auch insgesamt, also das ist ja das Absurde an Spanien. Oder das Paranoia an diesem System ist, dass sie halt an sich eine Menge an guter Eisenbahninfrastruktur haben. Du kommst relativ weit und schnell durch dieses Land und Hochgeschwindigkeitsstrecken gibt es viele in Spanien. Das ist sehr, sehr gut ausgebaut. Die Bahnhöfe sind modern, ist alles schick. Es wird nur halt dummerweise betrieben von einer Airline oder zu einem Bahnunternehmen, was sich für eine Airline hält. Und es ist alles ein bisschen absurd. Das fängt halt an, ja. Halt mit diesen sehr, sehr albernen Gepäckträumen. Ich kann es aus deren politischer und historischer Geschichte kann ich total verstehen. Die sind also aus meiner Sicht total wirkungslos. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit zwei verbotenen Gegenständen da durchgekommen bin. Mehrfach. Es interessiert sich keiner für sich. Sehr lückrig, ja. Es ist sehr lückrig. Es ist ein bisschen fragwürdig. Dieses Reservierungs- und Ticketgehaber von der Renfe ist halt sehr absurd. Also als Interrailer, zum Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, kann es gut sein, dass es endlich freigeschaltet wird, dass man den meisten Teil der spanischen Züge über den Reservierungsservice von Interrail auch reservieren kann online. Das ist quasi, die Hölle ist zugefroren. Das geht jetzt. Vorher war das eine Geheimwissenschaft, wenn man im richtigen Reisezentrum der Deutschen Bahn war, bei Mond und man jemand hatte, der irgendwie in diesem PDF die richtigen Codes rausgesucht hat, dann konntest du auch in einem deutschen Reisezentrum spanische Reservierungen kaufen. Sonst musstest du nach Spanien fahren und dort vor Ort sein. Telefon, ja, kannst du gerne machen, aber musst du 24 Stunden vorher die abholen. Das heißt, du musst in Spanien sein. Du kannst auch direkt zum Bahnhof gehen. Und als ich dann kam, als ich da war, war noch ein Feiertag. Deswegen haben sie am Bahnhof nur Reservierungen für heute und morgen verkauft. Um Schlangenbildung zu vermeiden. Das ist absurd, das ist wirklich absurd. Fixt euer Ticketsystem, da gibt es auch keine Schlangen. Oder stellt richtige Automaten auf und nicht Automaten, die wirken, als bräuchten sie mal ein Update von Windows 95 auf Windows 98. Es war
sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Auch wirklich, also die Reservierungen sind an sich gar nicht so teuer, irgendwie zwischen, was sag ich da, zwischen 4 und 14 Euro, je nachdem, wie schnell der Zug war. Man musste aber auch Regionalzüge reservieren, also Regionalexpresse. Und es war ganz lustig, ich bin tatsächlich mit Zügen gefahren, selbe Baureihe, der fuhr als Medium Distance, heißt glaube ich die Übersetzung, MD, die Gattung, ist irgendwie so ja zwischen Nah- und Fernverkehr angesiedelt, Reservierung 6 Euro. Und dann fuhr derselbe Zug als RE. Und da war die Reservierung dann kostenfrei. Ich musste eine machen. Ich habe dann auch eine am Bahnhof bekommen. Okay. An meinem Abfahrtsbahnhof natürlich nur, weil das ist ja ein Regionalzug. Aber die war dann kostenlos. Und das ist das ganze Absurde. Das ist so, dass man diese Reservierungspflicht auch wirklich auf die Spitze dort getrieben ist und sich alles sehr, sehr komisch anfühlt. Und selbst für diesen MD-Zug. Also wir waren in Victoria Gasteiz. Der Bahnhof ist gerade im Umbau. Es gibt so eine temporäre, du kommst da unten durch diesen Durchgang rein, da gibt es halt zwei Cafés, ein Ticketschalter und so drei Gates, wo man halt seine Tickets scannen muss. Dein Ticket funktioniert aber noch nicht. Warum? Weil dann kommt irgendwann eine Mitarbeiterin mit so einem Aufstellschildchen, das ist so ein einlaminiertes Schild, da steht Check-in Renfe. Ja. Ich sag ja, es ist eine Bahngesellschaft, die Schizophrenie hat und sich für eine Airline hält. Deswegen musstest du durch diese Frau an diesen Check-in durchgehen. Und dann natürlich noch eine Gepäckkontrolle, weil muss sich ja auch lohnen. Es ist alles sehr, sehr absurd. Und dann muss ich auch umsteigen. Also mich regt dieses Land echt wirklich auf, weil es halt sehr, sehr kompliziert ist. Ich bin von einem Regionalzug. Ich bin irgendwie schon 3 Stunden in diesem spanischen Bahnsystem drin. Aber es war ein Regionalzug. Und dann musste ich umsteigen in einen MD, glaube ich sogar, auch wieder. An einem Bahnhof. 5 Minuten. Mehr gab's nicht. Was heißt das? Man muss aussteigen und dann wollte ich einfach direkt aufs nächste Bahnhof. Da wurde ich von einem Security-Mann angehalten. Nein, nein, du musst durchs Check-in und durch die Security erstmal gehen. Das heißt, du gehst durch denselben Tunnel. Da ist auch keine physikalische Absperrung. Du gehst also raus in die Schalterhalle wieder, musst durch den Check-in, durch die Security, gehst dann wieder in denselben Tunnel rein, aus dem du gerade gekommen bist und durftest dann erst wieder hoch auf den Bahnsteig, um in deinen MD einzusteigen. Ja. Es ist, deswegen habe ich so eine Hassliebe zum spanischen Bahnsystem. Also einerseits totaler Respekt. Also da ist wirklich so viel gute Infrastruktur reingesetzt. Also Hochgeschwindigkeit können die. Aber wird halt betrieben von einer schlechten, also wirklich die schlechteste Airline der Welt. Ja. Also ich muss sagen, ich bin da ein bisschen ambivalent, beziehungsweise ich finde es eine Gegenposition, aber mich fasziniert auch wirklich viel und ich mache das schon im Grundsatz sehr gern, da zumindest Hochgeschwindigkeit zu fahren, auch wenn es da auch große Schwächen gibt. Einfach, gut, die Spanier sind einfach in allem gut, was Bauen ist, auch durchaus in Technik. Die Spanier sind, ich habe das mal im Podcast erzählt, wirklich bausüchtig, weil es auch lange Zeit einfach wirtschaftlich und politisch so geregelt wurde. Das Bauen bedeutet eben auch Wirtschaftsförderung und weniger Arbeitslose und so weiter, aber das können sie einfach auch. Und ich bin wirklich begeistert von den Bahnhöfen. Also ich bin sehr lange in Sevilla Santa Justa rumgelaufen, habe ohne Ende Fotos gemacht. Auch Madrid, der ist doch gleich Atocha oder so, ist ein Wahnsinnsbahnhof von Dimensionen, die eigentlich in dem restlichen Europa in den letzten 100 Jahren nicht mehr so gebaut wurden. Ne? Also wenn man das Kassel-Wilhelmshöhe mit Sevilla Santa Justa vergleicht, beide irgendwie 91 eröffnet, ist das einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und sowas begeistert mich ja schon. Dann ist es so, dass durch den Wettbewerb auf der Schiene seit kurzem vor allen Dingen extrem viel los ist. Also ich bin ja Irio gefahren und Irio gibt es erst seit 2022, Dezember. Das ist der Freccia Rossa, der aber in Spanien Irio heißt. Das Wort Freccia Rossa taucht da nicht auf, klar ist italienisch. Ist das sogar auch lustigerweise, glaube ich, im Sitz einer Fluggesellschaft, aber ich meine einer norwegischen. Fährt seit kurzem, ich bin für, glaube ich, 18,90 Euro von Barcelona nach Madrid gefahren und für dann, glaube ich, 30, 40, 50 Euro, weiß ich nicht genau, erste Klasse von Madrid nach Sevilla. Das ist schon mal ziemlich cool, nagelneue Züge. Dann fährt die SNCF, die Franzosen fahren mit Uigo auch zwischen Barcelona und Madrid herum und demnächst auch nach Sevilla und mehr. Dann gibt es halt noch den klassischen AVE, also der spanische ICE, der sehr teuer und ein bisschen altmodisch ist oder ein bisschen verstaubt auch ist. Und seit kurzem auch noch den AFLO, den Billigzug der spanischen Zuggesellschaft. Also 4 Züge im Wettbewerb zwischen Barcelona und Madrid und die wollen alle auch auf die anderen Strecken auch drauf, die wirklich was für den Preis machen, die wirklich auch die Zahl nach oben treiben. Ich habe gesehen, dass die Franzosen allein 2 Millionen Gäste befördert haben zwischen Madrid und Barcelona. Das für Irio hatte ich noch keine Zahlen und von der AFLO,
seit 22 Jahren am Start. Die haben auch starken Zuwachs und die klassischen Verbindungen haben nicht verloren. Also insgesamt hat der Wettbewerb wirklich sehr viel mehr Verkehr gemacht, Preise gesenkt und durchaus den Komfort erhöht, was man sich ja fast schon aus dem Lehrbuch wünscht. Man mag es gar nicht glauben. Es bleibt aber das Problem der Fluggesellschaft, wobei bei mir so ein bisschen der Eindruck war, ich bin ja früher viel geflogen, ich gebe es zu. Und für mich war das dann relativ entspannt, weil es so war wie Flughafen in entspannt. Ne? Und ja. Ich fand es auch generell entspannt, weil man ist halt grundsätzlich eine halbe Stunde vorher am Bahnhof, latscht halt so durch, wird irgendwie so ein bisschen gescannt, nicht besonders nachvollziehbar, zumal es auch von Ort zu Ort sehr verschieden ist. Und dann bist du im Zug, du bist kontrolliert, du sitzt gemütlich im Zug, der Zug fährt pünktlich los. Easy. Ja. Und wenn da nichts technisch schief geht, was ich leider auch hatte, auf der Strecke, Zug ist stehen geblieben, bist du eigentlich da relativ angenehm im Takt. Nur klar, das Problem wird wieder sein, ich habe es zum Glück nicht nutzen müssen, was passiert, wenn du mit zwei Gesellschaften fährst und dann irgendwelche Ansprüche hast. Genau das ist, glaube ich, gar nicht geregelt und da muss was passieren. Insofern ist es ambivalent, aber ich entdecke auch Gutes. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube halt nur, ich sehe halt immer wieder Tweets in meiner Timeline aus der spanischen Bahnbubble, die manchmal über eine Person bei mir reinschwappt, ist Screenshots von einem Feiertag und dann geht einfach zwei Tage nichts. Und wenn du da keinen Zugplatz hast, dann hast du keinen Zugplatz. Dann kommst du auch nicht von A nach B. Und ich denke mir so, Leute, ihr fahrt da warme Luft durch die Gegend. In den Zügen könnt ihr einfach nochmal 50% Menschen stapeln. Ihr könnt einfach den vollen Preis abnehmen. Das bezahlen die auch. Und die wollen einfach nur von A nach B kommen. Und das ist mir ein Rätsel, dieser obskure Wunsch, das ist dieser Reservierungspflicht und dieser absoluten Unflexibilität. Ich würde das sogar noch verstehen, wenn es auch mehr Zugangsangebot gibt. Ja, Barcelona, Madrid ist hart umkämpft und da fährt de facto ja alle paar Minuten irgendwas gefühlt. Aber komm mal von Victoria Garcís nach Madrid. Da fahren zwei Züge am Tag. Ah, und es ist einfach, ja. Das ist einfach traurig. Ja. Also wenn quasi du eine Reservierungspflicht hast, aber jede Stunde fährt was. Und dann hast du ein mehr oder weniger ein leichtes Überangebot-Deal. Aber das Land ist selbst mit seiner Hauptachse und diesem Wettbewerb dort einfach unterversorgt mit Zugverbindungen. Also sie haben die geilste Infrastruktur der Welt, aber die müssten einfach mal Fahrzeuge kaufen und Leute einfach mal und einfach wirklich mehr Züge auf die Strecke schicken. Die könnten da richtig mehr rocken. Was nützt halt nichts, was die jetzt gerade bis nach Vigo ihre Schnellgeschwindigkeitsstrecke durchfahren, wenn am Tag weiter nur drei Züge fahren. Na klar sind die in zwei Stunden dort, aber bitte mehr. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist meine Bauchschmerzen mit Spanien insgesamt so. Das ist halt. Ja, es ist wirklich auch, ja. Umso mehr. Es ist auch bekloppt. Ich würde mir Spanien gerne mal angucken, aber es schmerzt mir. Also jetzt ist es ein bisschen einfacher. Meine Reise nach Barcelona habe ich über die SCNF gebucht, nach Barcelona durch, total entspannt von Frankfurt. Ist ein Ticket oder zwei verbundene Tickets. Und habe dann zwar Umstieg in Paris, aber irgendwie 1,5 Stunden und das ist alles total entspannt. Kann man alles machen. Aber weiter würde mich schon stressen, weil ich müsste jetzt schon langsam mal buchen, weil wenn das ein Wochenende ist, dann ist das auch relativ schnell ausgebucht alles wieder. Und das ist das mich halt so ein bisschen nervt. Es könnte halt besser sein. Genau. Ja, es ist das Traurige ist, sie enden halt einfach da, wo sie Beton vergießen können und noch irgendwie geile Züge kaufen können, das geht. Service ist dann aber irgendwie nicht vorhanden und irgendwie ein Plan ist auch nicht vorhanden und alles, was digital ist, ist, glaube ich, ein Desaster. Ich weiß gar nicht, gab es irgendeine App? Weißt du, irgendeine App, die Echtzeitdaten der Züge hat? Also gerade bei dem Fernverkehr scheint es. Die Renfe-App. Aber die hat wiederum nicht die anderen Züge drin. Natürlich nicht. Also es gibt keine. Nee, genau. Und das ist also alles ziemlich müllig. Die Webseite finde ich auch schrecklich. Und das ist nicht gut. Punkt. Na, also der Teil digital ist nicht gut. Die Webseite der Renfe ist tatsächlich furchtbar. Was mir geholfen hat, war die Webseite der ADIF, des Infrastrukturbetreibers in Spanien. Okay, ja. Die haben Stationboards, also Abfahrtstafeln, wo du auch tatsächlich in Echtzeit sehen kannst. Also quasi ist das gespielt. Das, was am Bahnhof ist, haben sie auch online zum Glück. Aber Du musst halt den Bahnhof raussuchen bei der ADIF. Das heißt immer irgendwie Bahnhofsuche, Bahnhofsname ADIF, also ADIF. Und dann kommst du auf diese Stationstafel und die hatte tatsächlich Echtzeitinformationen relativ gut tatsächlich. Aber auch das ist wieder Geheimwissen. Warum gibt es nicht eine Bahn-App, die irgendwie einem das mal sagt? Wäre ganz praktisch. Ja, das ist ein bisschen das Drama. Aber du hast es dann von Barcelona nach Madrid geschafft und dann weiter nach Sevilla, richtig? Genau, Madrid bin ich dann auch nochmal, habe ich übernachtet. Und da gibt es eine Sache, die auch sehr nervig ist. Da hat man vor kurzem wohl die Fahrkarten für die Metro umgestellt auf so komische Papierkarten.
Und es gab am Automaten aber keinen Knopf für Touristen oder für Tageskarten oder für Einmaltickets, weil man davon ausgeht, diese Papierkarte oder diese Aufladekarte mehrfach zu verwenden. Und du musst halt zum Schalter gehen und dir da irgendwie für eine Fahrt, die 2 Euro kostet, musst dort anstehen. Ja. Das ist, also ich habe nicht rausgefunden, ob es da einen besseren Weg gibt. Das schien erst seit kurzem so zu sein. Man ist da vor Ort sehr stolz drauf. So ein bisschen wie in Belgrad, wo man an die Touristen auch nicht gedacht hat und einfach schwarz fahren muss. Das geht aber nicht, weil du musst durch die Sperre durch. Und ich war super müde. Es war spät. Es war dieser lange Tag mit den ganzen Desastergeschichten. Und es gab einfach keine vernünftige Option am Automaten. Und es war einfach nicht klar, bis ich dann gefragt habe am Schalter, wenn man dieses Ticket bekommt. Und dann war es auch schnell verkauft, aber das nervt. Und was ist, wenn der Schalter zu ist oder man einfach nicht drauf kommt, da hinzugehen oder was weiß ich was, vielleicht einfach woanders ist, wo es keinen Schalter gibt. Und ich musste wirklich nicht weit fahren, aber zum Laufen wäre das nicht so super gewesen. Was ich am nächsten Tag mir dann doch noch machen musste, weil der große Platz, wo der Haupteinstiegspunkt zu der U-Bahn-Station war, war komplett gesperrt für Filmarbeiten. Also es waren alle Zugänge zu einem Platz gesperrt und ich bin einfach frustriert wieder gelaufen. Aber das braucht dann schon mal 40 Minuten, wenn du die nicht hast. Schwierig, so sehr ich Madrid mag und das System eigentlich, auch wenn man dann nochmal drin ist, ganz schön funktioniert wieder, ne? Beton und Technik, alles super, aber Service und das Drumherum nicht so super. Okay, ja, für mich war Madrid tatsächlich am Ende tatsächlich auch eine 2 Tages, wir haben 2 Nächte dort übernachtet und war quasi der Hub, um von da aus dann weiterzufahren. Mich hat es tatsächlich genau. Nach Vigo gebracht, weil ich da nach Portugal wollte. Das ist quasi jetzt die Überleitung zu unserem dritten Land in dieser Sendung. Genau. Ich wollte wieder nach Portugal fahren mit dem Zug, nachdem ich die letzten paar Male geflogen bin, weil der Nachtzug ja eingestellt wurde. Ich wäre liebend gerne lieber Nachtzug gefahren, aber deswegen musste ich das jetzt per Tagesreise machen. Das ist es tatsächlich. Madrid-Vigo geht relativ schnell. Also die Neubaustrecke ist relativ weit ausgebaut. Und tatsächlich mit so einem Zug, der einen fliegenden Spurwechsel machte. Es gab irgendeine Stelle, wo wir ziemlich langsam fuhren und währenddessen wurde quasi die Spurbreite geändert des Zuges. War sehr, sehr lustig. Ja, faszinierend. Und du kommst in Vigo an. Du warst in Vigo schon mal, oder? Ja. Ich glaube, Vigo war ich noch nicht. Ach so. Ich meine, es ist einer der wenigen Orte, der mir fehlt. Genau, du kommst in Vigo an. In Vigo Urias. Und das ist, du kommst da rein und denkst dir, okay, die haben hier scheinbar auf den Ruinen eines Bahnhofes ein Einkaufszentrum gebaut. Und jetzt werden alle Pendler, also jetzt werden hier alle Shopperinnen von den Geistern der alten Pendlerinnen verfolgt. Es ist wirklich der schlimmste Bahnhof, den ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Es war eine Shopping Mall. Und zwar wirklich, und zwar nicht so, ja, wie in Deutschland, weiß nicht, Leipzig oder Berlin, wo du das Gefühl hast, okay, du gehst da an so ein paar Shops vorbei. Nee, das war eine wirkliche Shopping-Mall. Du bist mit der Rolltreppe hochgefahren und du standest in einer stinknormalen Shopping-Mall. Wenn du es nicht wüsstest, dass du auf dieser Etage bist, dass da die Rolltreppe nach unten auf den Zug ging, hättest du es nicht gesehen. Und ja. Das ist auch eine große Baustelle bei Apple Maps gerade. Ist das... Es ist mehr oder weniger fertig, meine ich tatsächlich. Was sie da bauen, ist ein Fußweg. Das ist tatsächlich das nächste Thema. Es gibt in diesem Ort 2 Bahnhöfe. Okay. Das ist der neue, moderne, schicke Bahnhof und da dachte ich mir so, okay, ja, wir wussten, wir müssen den Bahnhof wechseln, wir müssen nach Vigo Guizar. Wir mussten nach Vigo Guizar und ja, klar, wir hatten da irgendwie 3 Stunden, kann man sich schöner Zeit machen in Vigo, auch eine ganz schöne Stadt eigentlich, kann man machen. Wir gehen mal kurz in den Ticketschalter von der Renfe und besorgen uns eine Reservierung für den Zug von Vigo Guizar nach Porto. Weil das ist eine der Landwege, um nach Portugal zu kommen, per Schiene von Vigo nach Porto. Und da fährt ein Regionalzug, glaube ich, 2-mal am Tag oder 3-mal am Tag von diesem Bahnhof. Und der ist natürlich reservierungspflichtig, weil wo kommen wir denn da hin? Diese Reservierung ist selbstverständlich kostenfrei, aber du musst sie am Ort in Vigo kaufen. Und was wir dann herausgefunden haben, am richtigen Bahnhof kaufen. Wir waren in Vigo Urizar. Ja. In dem Schalter so, ich kann es nicht kaufen, wir müssen zum richtigen Bahnhof gehen. Also einmal diesen Hügel, das ist also der Bahnhof, ist da aus dem Hügel runtergekraxelt. 25 Minuten später sind wir am anderen Bahnhof. Also auf der Karte siehst du es. Die Luftlinie würde sagen, was, da braucht man 10 Minuten vielleicht? Nee, man braucht 25 Minuten zu Fuß.
Und kann man machen, ist auch von den Zeiten passt das alles auch nicht schlimm. Da kommst du da hin und da sitzt dann jemand am Schalter und der tippert dann in irgendeine Webanwendung rum. Und nach so 10 Minuten kommt aus einem Laserdrucker eine DIN A4-Seite mit einer sehr hässlichen Tabelle und das ist deine Reservierung. Kostet natürlich nichts. Aber du musst sie kaufen. Oder holen. Ja, wild. Aber nichtsdestotrotz ist es eine wunderbare Eisenbahnverbindung. Du fährst wirklich eine schöne Gegend wieder durch die, also einfach eine wunderbare Strecke. Ist ein alter Dieselzug der portugiesischen Bahn. Schön breit auch natürlich und die Strecke an sich ist schon ganz schick tatsächlich. Kann man machen tatsächlich. Es ist alles ein bisschen langsam, aber man schafft es ohne Probleme an einem Tag von Madrid nach Porto. Es dauert halt ungefähr 10 Stunden. 4 Stunden nach Madrid-Vigo, dann hat man 3 Stunden Aufenthalt in Vigo und hat aber Zeit, den Hügel runterzugehen, sich die Reservierung zu besorgen, nochmal in Vigo was nett essen zu gehen, sich Vigo insgesamt anzugucken und dann braucht es nochmal 2 Stunden nach Porto. Da spielt die Zeitverschiebung ein bisschen rein, man kriegt 1 Stunde geschenkt tatsächlich und offiziell läuft es auf dem Fahrschein, ist es nur eine Stunde 22. Und dann kommt man in Porto Campana an. Campana ist dort der Hauptbahnhof, der ist so leicht abseits. Dann nimmt man noch einen Suburban-Zug einfach nach São Bento, einem der schönsten Bahnhöfe Europas, meine ich tatsächlich. Warst du mal in Porto und hast diesen Bahnhof mal gesehen? Ja, war ich. Mit den Fliesen und wunderbar, guck das ist online an. Es geht auch direkt in so einen Tunnel danach, ne? Ja. Da ist so ein Bahnsteige am Berg, ne? Ja, da war ich. Bin nicht per Zug, aber ich bin mehrfach drum rumgelaufen. Daneben ist auch diese geile Brücke und ich liebe diesen Ort und die Stadt sowieso sehr. Das hat ganz viel, ganz viel. Lohnt sich total. Und das war tatsächlich mein Landweg, wie ich nach Portugal reingekommen bin, über diese Strecke. 10 Stunden kann man machen. Kostentechnisch, wie gesagt, Interrail war es, glaube ich, 6 Euro, weil die Reservierung von Madrid nach Vigo 6 Euro gekostet hat und das war's dann. Und halt Geduld. Wundervoll. Sehr viel Geduld. Ja, wobei, mag nicht jeder so sein, aber ich habe irgendwie das lustige Ding, ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich nehme immer so Dinge vor, die ich dann lesen möchte im Zug. Und ich mache es nicht. Ich gucke aus dem Fenster oder ich döse so ein bisschen. Ich bin immer in einem seltsamen, wegmeditierten, könnte man fast sagen, Modus und überhaupt nicht interessiert daran irgendwas. Manchmal habe ich auch Sachen auf dem Rechner, die ich machen könnte. Ich mache es ja einfach nicht, weil es mich so rausholt, teilweise ganze Tage. Das ist eigentlich sehr schön und ich finde, glaube ich, auch sehr gesund. Flugzeug kann das nicht. Dich hat es, glaube ich, nicht nach Portugal auf dieser Reise gebracht, oder? Nee, auf dieser Reise nicht. Letztes Jahr war ich dann nur bis Madrid gefahren, hatte ja einen Leihwagen und bin ja bis nach Portugal gefahren, um mich da in den Bergen, in irgendwelchen seltsamen Hotels und so zu verdingen. Aber nee, diesmal nicht. War in Andalusien. Ich hätte theoretisch mit dem Fahrrad fast hinfahren können. Es waren, glaube ich, nur 60 Kilometer bis Porto. Und mein E-Bike hätte es soeben geschafft, aber nicht zurück. Ah. Weil ich Portugal so viel kannte schon, war mein Fokus tatsächlich eher das Abenteuer. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich schon die eine Verbindung per Eisenbahn zwischen Spanien und Portugal gefahren bin, dann möchte ich auch die zweite fahren. Und das ist tatsächlich Entrocamanto. Von Entrocamanto nach Badajoz. Und dachte mir, dann mache ich die auch. Und dann habe ich aber gesagt, weißt du was, mein erster Plan war nach Lissabon und von da aus dann zu fahren und dann in Lissabon zu pennen. Nee, spare ich mich, bleib in Porto. Porto ist schön, ich will mir Porto geben. Und bin um 6.37 Uhr von Porto Campana nach Entrocamanto gefahren mit dem Intercity dort. Wunderschöner Zug, also von der Seite mit diesem US mit Wellenmetall beschlagen aus den 70ern oder 60er Jahren. Wunderschöner Zug. Der Zug hatte massiv Verspätung, aber hey, am Ende hat tatsächlich der Zug von Entrocamanto nach Badajoz gewartet. Auch reservierungsfrei zum Glück alles. Dieser Regionalzug, was dann nicht reservierungsfrei war, war dann von Badajoz nach Madrid. Aber ja, da kommt man über die Grenze und das ist tatsächlich auch, da ist nichts. Also es ist eine Gütertrasse. Da fahren halt irgendwie 2-3 Personenzüge. Da ist aber nichts. Und dann kommt man in Badajoz an und da ist auch nichts. Also man kann da aussteigen, man kann ein bisschen durch die Gegend rumlaufen, man kann sich da in einem Bahnhof was zu essen kaufen. Aber nee, dann geht's mehr oder weniger direkt weiter und dann wollte ich von Badajoz nach Madrid. Gibt's leider keine Direktverbindung. Man muss nach
nach Portolano. Und das war der Umstieg, der offiziell jetzt tatsächlich gerade 9 Minuten in meiner App hat, mit dem quasi in die Bahnhofshalle, Check-in, Security und wieder zurück. Und mein Regionalzug aus Portugal hatte Verspätung. Es war sportlich. Die Verbindung wollten aber viele machen, deswegen war es gar nicht so voll. Sorry, aus Balios der Zug. Aber ja, also Balios, Portalano war nochmal 4 Stunden durch die Pampa fahren. Also wirklich langsam durch die Pampa fahren. Da ist nichts in diesem spanischen Hinterland. Du guckst wirklich weit. Wird gebaut, oder? Also es ist schon sehr lange, wird da gebaut an der Hochgeschwindigkeitsstrecke zur Grenze. Ja, aber ist noch nichts fertig. Die genauso schlecht bedient wird wie andere Grenzbahnhöfe, aber sie bauen irgendwas. Und das ist nicht mehr super lange hin, vielleicht nur 5 Jahre oder so oder 3. Aber du fährst da einfach mehr oder weniger durch die Steppe. Da ist nichts. Und dann kommst du in den Bahnhof an, dem auch nichts ist. Und dann fährst du relativ zügig nach Madrid rein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Madrid war ich ja schon. Ich will nach Barcelona. Deswegen habe ich dann dort den nächsten Schnellzug mir genommen und bin nach Barcelona. Ich sehe gerade, 6.15 Uhr bin ich losgefahren und um 23.40 Uhr war ich in Barcelona an einem Tag. Für die Strecke. Ja. Die, wenn ich so so kurz überfliege hier auf Apple Maps, weiß nicht, 750 Kilometer sind, ist ein bisschen hart. Da kommt man in anderen Teilen Europas deutlich schneller voran. Aber ja, das kann man machen. Aber ich wurde von sehr vielen sehr komisch angeguckt, von sehr vielen Zugbegleitern für meinen Plan, Porto-Barcelona an einem Tag zu machen mit Zug. Dafür wurde ich sehr komisch angeguckt. Von der Frau am Ticketschalter bis zu den Zugbegleiterinnen unterwegs. Das war eine sehr absurde Reise. Und ich war sehr, sehr müde am Tag am Ende. Es ist eigentlich sehr ungewöhnlich, ne? Also andere Strecken, die genauso lang sind oder länger, also was weiß ich, Barcelona, Göttingen letztlich, also das ist wahrscheinlich viel weiter und geht an einem Tag. Und selbst, was wir ja vor kurzem hatten, von Göttingen bis nach Zagreb, nicht in einem Tag, aber doch fast so, also zumindest ohne wahnsinnig weite Strecke letztlich, funktioniert sowas. Ne? Und da fehlen einfach noch Stücke. Ich habe gerade mal geguckt, also von Badajoz über Merida nach Caceres und Plasencia soll bis 2025 gebaut sein und es 2030 dann erst bis Toledo, was mit Madrid verbunden ist. Was ich ein bisschen schräg finde, dass sie von Portugal aus bauen, obwohl es die Spanier sind. Also das verstehe ich nicht ganz, warum das so umgebaut wird. Ist aber auch letztlich egal. Weil es vor allem dran, für die Güter, das ist eine Gütertrasse vor allem, primär tatsächlich wieder. Ah, möglich, ja. Und deswegen macht es ja Sinn, ja. Aber es ist super langsam und ob es dann wirklich dann schon fertig ist, das tut wirklich weh. Es ist auch das letzte Stückchen, was eigentlich wirklich sinnvoll fehlt. Auch mit dem Nachbarländer anbinden, das haben die Spanier irgendwie überhaupt nicht in der Politik drin. Das ist einfach zu egozentrisch letztlich, ne? Also Blick nach innen. Ja, in der Tat. Also es ist sehr traurig dafür, dass diese beiden Länder, Portugal ist ja de facto, teilt sich ja nur die Grenze mit Spanien. Spanien hat ja auch nur 2 Grenzen. Es ist, bevor jetzt Nerds kommen, 3 Grenzen. Ich weiß, es gibt auf der unten in Marokko auch eine Grenze zu Marokko. 3 Grenzen. Ich korrigiere mich, 4 Grenzen sogar. Ich habe Andorra vergessen. Das Land, was ich nicht besuchen konnte, weil ich keine Zeit mehr hatte. Fehlte mir in meinem Länderbingo tatsächlich. Jetzt habe ich alle Karten-Nerds hoffentlich befriedigt. Das sind 4 Grenzen. Oder verärgert, was weiß ich, ja. Oder noch mehr verärgert, vielleicht habe ich komplett was vergessen. Es gibt irgendwo auf der anderen Seite der Welt nochmal eine Grenze, die ich vergessen habe. Nee, aber es ist halt traurig, das ist, glaube ich, dasselbe Phänomen, das wir im Baltikum haben, wo du auch mit dem Zug da nicht durchreisen kannst und diese Länder offiziell Nachbarn sind, aber wenig selber miteinander zu tun haben. Spanien, Portugal teilen sich eine Geschichte auch voller Krieg. Spanien hat Portugal, glaube ich, mehrfach besetzt oder einmal besetzt. Es gab da 2 Diktaturen, die so aneinander sich vorbeigelebt haben. Portugals Diktatur hat erst 74 aufgehört. Es ist alles so ein bisschen nicht richtig vernetzt. Also dieses, wo im Rest von Europa Eisenbahnverbindungen mehr oder weniger um 1900 gebaut wurden und dann auch egal über die Grenze, man sehr weit gekommen ist tatsächlich. Weil sich auch sehr viele Grenzen auch sehr oft verschoben haben, aber es war halt schon immer da und es war Teil der initialen Konzeption der Eisenbahn in Mitteleuropa. Das ist da und auch im Baltikum einfach nicht angekommen. Und das ist sehr, sehr traurig, weil es einfach Länder sind,
die einfach geografisch nah sind, aber zugtechnisch sehr weit voneinander entfernt sind. Ich weiß halt das jetzt nicht, wie so dramatisch. Ja. Ja. Also weil Spanien hat die meisten Strecken, die meisten Hochgeschwindigkeitskilometer gebaut nach China und wird die Strecke zwischen Toledo und Plasencia als letztes Teilstück zwischen Portugal und Madrid fast als letztes Teilstück aller Strecken, die sie geplant haben, bauen. Wie krass ist denn das eigentlich? Ich meine, sie haben jetzt schon mehr Strecken als alle anderen, aber brauchen trotzdem noch mal 10 Jahre, um diesen letzten Lückenschluss zu schließen. Wahrscheinlich noch mal 15 Jahre, bis es dann wirklich passiert. Das heißt, das allerletzte, was sie bauen, ist dieses letzte Stückchen. Das kann eigentlich, das ist vollkommen krank. Ja, es ist aber, die Portugiesen haben ja auch tatsächlich einfach wenig Geld aus Gründen. Die Finanzkrise hat das Land echt hart gebeutelt. Sehr viele geplante Infrastrukturprojekte einfach auf Eis gelegt. Es wird so langsam wach. Die Europäische Union ist ja zum Glück ein bisschen dahinter. Vor allem tatsächlich aus Gütersicht getrieben, weil man möchte tatsächlich mehr oder weniger von Lissabon bis nach Helsinki kommen. Irgendwann mit per Zug. Und das ist ja alles in diesem Kontext. Also diese Eisenbahnstrecke von Portugal nach Spanien ist im Güterverkehr. Die Rail Baltica ist vor allem im Güterverkehr das Ding tatsächlich. Ja. Und das ist einfach die Achse, die man halt machen möchte. Man möchte einfach von oben Norwegen, Schweden bis runter nach Sizilien kommen mit dem Zug für den Güterverkehr. Macht ja auch alles Sinn. Aber es ist, könnte alles schneller sein. Aber das ist jetzt, das wollte ich nur sagen. Ich habe jetzt zwei Schienenverbindungen zwischen Portugal und Spanien bin ich jetzt abgefahren und kann auch dieses Achievement von meiner Liste streichen. Das nächste Mal Portugal, ich würde gerne dieses Jahr nochmal fahren, aber ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht, deswegen wird es nächstes Jahr was, werde ich wieder das Abenteuer über Vigo nehmen. Das war deutlich entspannter. Also über Badajoz, nee, bitte nicht. Nicht nochmal. Es war einfach anstrengend, da ist nichts. Madrid-Vigo ist deutlich entspannter. Die Strecke von Vigo nach Porto ist deutlich schöner. Porto, Lissabon sind ja auch irgendwie nur 4 Stunden. Das kann man alles irgendwie machen. Das ist mir alles deutlich lieber als diese hinter Madrider Stepp. Das ist echt süß. Wenn man die Karte sieht, machen die ganzen Strecken wirklich einen Bogen in Portugal. Das ist richtig echt ein Bogen. Ja. Wenn man sich das da bei Wikipedia anschaut. Gut. Du hast es voll angekündigt. Bonus, Intermodalität, Blablacar. Oh ja. Ja, schnell erzählt. Ich bin ja von Sevilla nach Aracena heißt der Ort und dann dort nochmal ein Stückchen rausgefahren und dort gibt es halt wirklich nichts. Und ich habe wirklich überlegt, wie komme ich da hin? Ich wollte unbedingt dieses wundervolle kleine Haus besuchen, wo ich letztes Jahr schon mal war, wollte ich 2 Wochen verbringen. So eine Finca mit Fröschen und Teich, ganz toll. Und da gab es halt nichts. Es gab an dem Sonntag, an dem ich angekommen bin, einen Bus, der fuhr morgens um 7 und ich war irgendwie nachmittags um 3 da oder 2 oder sowas. Und ich hätte bis nächsten Morgen warten müssen, um einen Bus zu kriegen. Also ein Bus in diese nicht ganz kleine Kreisstadt. Und habe dann gesucht und gefunden, es gibt BlaBlaCar. Man kennt vielleicht BlaBlaBus bei uns eher, weiß ich nicht genau, das kannte ich zumindest. Und BlaBlaCar ist eigentlich eine moderne Mitfahrgelegenheits-App. Und die finde ich ganz schön, weil du kannst dann entsprechend gucken, wer fährt und auch die Leute sind entsprechend dann natürlich bewertet. Du siehst dann irgendwie, wie die Fahrweise ist und natürlich Nichtraucher, Tiere, Musik, Gespräche und so weiter und welches Auto kommt an und wenn jemand einfach schon 100 Bewertungen hat, habe ich dann ein gewisses Vertrauen und habe das dann gemacht auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Deiner Nachteil ist natürlich, als Kontrollmensch oder Planungsmensch möchte ich gerne schon ein bisschen früher wissen, wer fährt, ist aber nicht so. Man muss halt einfach eine Woche vorher, 2-3 Tage vorher spätestens einfach gucken. Man kann das natürlich vorher scouten und sich dann auch ein Gefühl dafür entwickeln, wie oft Menschen fahren. Ich war auch relativ sicher, dass an dem Tag eigentlich die ganze Zeit Leute fahren und mich mitnehmen können. Und du kannst entsprechend dann auch einen Alarm einstellen, so eine Notification, die dich dann auch rechtzeitig dazu bringt. Und es war wirklich easy, super günstig, irgendwie pro Fahrt 6 € für eine Stunde Autofahrt. Mit eigentlich ganz netten Leuten bin ich problemlos hin und problemlos zurückgekommen, auch ziemlich genau zu den Zeiten, die ich haben wollte und fast auch von dort, wo ich übernachtet habe. Da musste ich nur ein bisschen die Straße hochgehen, so 300 Meter bis zur großen Bundesstraße und da hat dann eigentlich sind alle lang gekommen. Und muss sagen, läuft richtig gut und würde ich definitiv mit in meine Planung mit reinziehen und komme damit auch wirklich überall hin. Brauche kein Taxi, brauche keinen Bus und bin recht flexibel. Und in Spanien scheint es ein sehr gut angenommenes Ding zu sein, weil es gibt einfach viele Autos und das ist für viele einfach ein guter kleiner Extraverdienst, noch Menschen mitzunehmen. Und Grundsatz ist das dann ja auch relativ gut. Das
Das ist irgendwie auch mein Eindruck, auch so in Italien gewesen, dass man mit BlaBlaCar auf Sizilien zum Beispiel sehr weit gekommen wäre, aber nicht mit den Öffis. Also es gibt da Öffis, aber das ist ein Staatsgeheimnis und die gibt es nur auf Italienisch und die Aussagen gibt es an der Bushaltestelle und die, wo die Bushaltestelle ist, verraten wir dir nicht. Dementsprechend war tatsächlich da auch BlaBlaCar kurz bei mir eine Option. Es gab aber nicht die Option, die mir sehr geholfen hätte, deswegen habe ich mir da andere Wege gesucht. Ja, aber in der Tat, also es ist, lohnt sich in der Tat, sowas immer zu gucken. Es gibt mit Rome to Rio auch so eine Meta-Suchmaschine. Stimmt. Ich finde die nicht ich immer praktisch. Für Busse. Genau, ich finde die nicht mehr so praktisch, aber sie hat tatsächlich den Vorteil, dass sehr viele Services integriert sind und man so ein Gefühl bekommt, welche Optionen man hätte. Und von da aus kann man nochmal in die tiefere Recherche einsteigen. Also Rome to Rio ist so ein bisschen das Gateway in die Intermodalität. Ja. Immer sehr lustig, dass sie, glaube ich, die Verbindung nicht anbieten. Warum to Rio? Das beinhaltet, glaube ich, auch Schwimmen. Und das ist glaube ich, nicht die Option. Ich glaube, Fähren ist nicht so stark bei denen. Ja, das war es jetzt von der Iberischen Halbinsel. Wenn ihr Feedback, Fragen, Wünsche habt, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Ich zeige gerade mit meinen Fingern unter mir. Und hinterlasst euch. Also, was waren eure Erfahrungen in Spanien, Frankreich, Portugal? Habt ihr Wünsche, Fragen? Lasst es gerne Sorgen. Ja. Sorgen, also, genau. Vielleicht das nochmal hinten dran gehängt. Das klingt immer auch ein bisschen abenteuerlich und wild, aber die ganz wichtige Info ist, man kommt an. Ne? Es hat funktioniert und es gibt gute Hilfen. Es gibt doch viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Aber erzählt uns doch, was ist bei euch vielleicht schiefgegangen oder wenn ihr noch nicht gefahren seid, was sorgt euch am meisten? Dann greifen wir es gerne nochmal auf, denn wir wollen einfach mehr Zugverkehr in Europa auf der Schiene auch euch schmackhaft machen. Ja, und wenn ihr generell Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail. Kontaktdaten findet ihr auf bahnhelden.de. Da findet ihr auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Wir würden gerne mehr reisen. Das können wir mit Hilfe eurer finanziellen Unterstützung. Da könnt ihr uns eine freiwillige Zuwendung hinterlassen. Alle Zahlungsinformationen findet ihr auf bahnhelden.de/unterstützen. Ihr könnt uns auch noch auf Twitter folgen, @bahnhelden oder auf Instagram, @bahnhelden. Und bis zur nächsten Folge wünschen wir, ich und Cornelis, euch allzeit gute Fahrt. Bis dann. Bis dann. Bahnhelden.